Aber es scheint eine ganze Menge irgendwie zu machen. Best of Dude Karl? Nee, ist von. Ist von anderen. Der hatte mal 6000 Abonnenten. Karl. Der Dude, ja, und den hat er jetzt auf 200 noch ein paar Verquetschte runtergeekelt. Freut er sich. Ist total stolz drauf. Okay, also. Ich denke, ich nehme einen Applebee. Kompliment an, die sind echt lecker. Verstehe, Kompliment fühle ich mich auch unwohl. Das fällt mir echt schwer zu glauben. Ja klar, ich liebe Komplimente. Das war der Storch. $12, aber nicht schlecht, für so ein bisschen grüne Grütze. Na klar. Hast du das Wort genutzt? Wie nimmt man letzte Chance? Was wollen wir? Es tut mir leid, neulich. Das kaufe ich nicht ab. Und noch wichtiger. Das interessiert mich nicht. Ich wollte dich nie verletzen. Menschen, die gewalttätig werden, werden so, weil sie nicht kommunizieren können. Dein Dad fühlte sich sicher schlecht für das, was er tat. Er wollte sich sicher auch entschuldigen. Manchmal ist es leichter, sein Kind wegzustoßen. Sei nicht mehr zu lange sauer auf ihn, Junge. Sie wollen gehen? Willst du doch, oder? Was ist mit Ihrem Plan? Plan? Du bist der Schlüssel zu der ganzen Sache. Ohne dich gibt es keinen Plan. Und jetzt? Vielleicht in die Augen. Alles vorbei. Das soll ich jetzt glauben, ja. Hast du das gehört? Ich kann es nicht glauben. Hat sie das wirklich? Das Society ist endlich am Ende. Der kurzzeitige Störimpuls in einer sonst so ordentlichen Realität, die ich mir über die Jahre erschaffen habe. Einen solchen Fehler mache ich nie wieder. Ich werde jetzt normaler sein. Vielleicht könnte Shader sogar meine Freundin sein. Ich werde nur diese bekloppten Marvel-Filme mit ihr ansehen und gehe ins Fitnessstudio. Ich werde Dinge auf Instagram herzen. Ich werde Vanille Latte trinken. Von jetzt an werde ich ein wackfreies Leben führen. Alles, um ein perfektes Labyrinth zu beschützen. Hey, Gelia. Steht die Einladung zum Essen noch? Ja, sicher.
Sie, was, wollen Sie kommen? Ja. Schön. Kann meine Freundin auch mit? Ja, klar, Sie haben eine Freundin. Wir, ich habe Sie noch nicht gefragt, aber das wäre es. Hoffentlich sagt ihr ja. Ja klar, sicher. Ja, manchmal ist besser wirklich krass drüber aufzunehmen. Hat er was von Starbucks getrunken? Versuchst du immer noch die CD zu retten? Sie ist total verkratzt. Lass uns gehen. Glauben Sie mir, wie gestern war ich? Was denn? Herr Jungbar. Richtig? Richtig? Nein, das ist nicht. Ach, ja, Klaus. Was? Was? Hallo da. Ach, Bobusch. Yes. Guck hin. Was? Wer mag ich? Wir ist ich, wir sind ich. So einfach ist das und hat er. Dann kannst du mal. Gehorch. Mein Boss hat mich heute zu einer Dinnerparty für dich eingeladen. Dachte, du könntest als meine Freundin mitkommen. Was? Du fragst mich gerade wirklich, ob ich deine Freundin sein will? Ja. Ja. Wie auch immer, ich brauch dich. Ich fühle mich in sozialen Situationen wie diesen nicht wohl. Bei dir ist aber nicht so ganz in Ordnung, denke ich. Ich lasse mich nicht mehr aufnehmen. Wieso fragst du mich diese Darlene, okay? Sie sieht aus, als würde sie gerne auf so eine spießige Dinnerparty gehen. Hör zu, du kennst mich nicht mal. Alles, was du weißt, ist, dass ich... Natürlich kenne ich Schilder. Ich habe ihre Mail quasi in dem Moment gehackt, als Nebenmann einzog. Mit einem einfachen Phishing-Scam habe ich ihr Passwort rausgefunden. Oh nein, sondern mein wahren Ich. Das hilft mir doch. Nein. Ich helfe. Das ist einfach besser. Ja. Wenn ein Bug sichtbar wird, kann er
unanregend sein. Als hätte man plötzlich etwas entfesselt. Eine große Möglichkeit, die darauf wartet, ergriffen zu werden. Wie meinen Sie das? Sie sind doch jetzt hier. Ich bin hier bei sicher. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Sie sind wunderschön, ich werde Sie mit nach Hause nehmen. Warten Sie, Sie sind doch verheiratet. Oh Gott, denn letztendlich ist der einzige Sinn eines Bugs, sein einziger Existenzgrund, ein Fehler zu sein, der repariert werden muss. Zu helfen, aus einem Falschstein richtig zu machen. Was fühlt sich besser an, Alter? Also, Elliot. Willst du uns nicht einander vorstellen? Oh, Shayla, das sind Angela und Olli. Ich bin Norman. Guten Abend. Was geht, Leute? Auf gerade Ihr Ziel? Netter Anzug. Danke, Alter. Keine Kompetenz, du und ich. Bringen wir uns den echten Grill an. Sollen wir? Elliot. Du könntest uns helfen. Also, ich muss Ihnen was gestehen. Ich habe die Systemadministratoren im Datenzentrum in Dallas nochmal diesen Server checken lassen. Gideon, was haben Sie getan? Und natürlich war es nichts. Ich habe keine Ahnung, was da Verdächtiges dran war. Ich meine, welche mögliche Motivation sollten Sie haben, irgendwas zu tun? Gideon muss die Finger davon lassen. Wenn er diesem Hornistennetz zu nahe kommt, weiß ich nicht, ob ich ihn davor schützen kann. Ich muss jeden übrig gebliebenen Verdacht aufmerzen. Sie sind nichts weiter als ein harter Arbeiter bei Opsi. Also, ich bitte um Entschuldigung. Nach der Unterhaltung neulich im Flugzeug wusste ich, was auf dem Spiel stand. Die gesamte Firma. Ich war besorgt, dass die Datei, die ich fand, nicht die richtige wäre. Ich wollte Ihnen keine falschen Hoffnungen machen, falls ich mich geirrt hätte. Deswegen hatte ich Ihnen vor dem Meeting nicht erzählt. Scheiße. Jetzt muss ich zulassen, dass er mich umarmt, oder? Oh Gott, oh Gott. Weißt du, wie ich mich fühle, wenn ich kein ganzer Ingenieur. Zweifeln Sie nie an Ihren Fähigkeiten, auch wenn ich nur viel Druck auf Sie ausübe. Und keine Sorge, Sie müssen nichts von mir verheimlichen. Ich kümmere mich um Sie. Ich wollte immer Claudia King Cake nachahmen. Sogar ihr Name war cool. Weißt du noch, wir wollten eigentlich im Museum of Art. Aber irgendwie landeten wir stattdessen im Queen's Museum, wenn es
gab noch kein Google Maps. Ich hielt gleich mit dir wegzulaufen. Wenn man 8 Jahre alt ist, kann man Spaß machen, wegzulaufen. Das normale Leben. Lächeln. Dinnerpartys. Kindheitsgeschichten. Ich könnte mich daran gewöhnen. Es vielleicht sogar mögen. Arschaufreißen? Wir sind Arschaufreißen. Ach, genau. Ich hab mir wirklich den Arsch aufgerissen. Arsch kriechen und so. Ja, ist schon ein schönes Symbol, ja. Mhm.
Du solltest dazu stoßen. Ja, ich komme in einer Minute. Eine komische Szene gerade. Tut mir leid, dass ich so weggerannt bin. Hast du mit ihm gesprochen? Nein, wir haben es zu Hause. Ich bin hier. Ich will mit dir über alles reden, aber nicht heute Abend, okay? Also, du sprichst mit ihm, aber nicht mit deinem Freund. Das ist was anderes. Unsere beiden Eltern starben, weil sie... Daher kennen die uns auch. Ich will da im Moment wirklich nicht drüber reden. Ja, und was, wenn ich es will? Fick dich. Was, wenn du was willst? Ich will reden. Fick dich. Über etwas. Wovon zur Hölle redest du überhaupt? Ich muss dir etwas sagen. Ich weiß nicht, wieso... Wieso du dir das alles anzugst? Du musst dir das nicht weiter anreden. Hörst du, es hat nichts bedeutet. Nein, es hat nichts bedeutet. Okay, ich weiß, ich spiele immer die gleiche Platte ab, aber ich liebe dich und ich will mit dir zusammen sein. Auf zu reden, er macht's nicht. Sag mir einfach, was. Halt mal deine Schnauze, Alter. Welche Wahl lässt du mir denn noch, Olli? Dazu, ich weiß, ich habe ein Problem, das leugne ich ja gar nicht. Das ist mein Problem, dass ich nicht mit dem Kerl und seinem Problem zusammen sein will. Ja. Olli, wo ist die CD? In meiner Tasche, wieso? Er hat Zugang zu meinem Bankkonto, Olli, und zu dem meiner Tasche. Wie konnten Sie? Unsere Konten sind miteinander verknüpft. Ich habe dein Laptop benutzt, um darauf zuzugreifen. Er hat die Sozialversicherungsnummer, die Kreditkartennummer und alles von meinem Netz. Okay, das ist schlimm, aber ich bin mir sicher, dass die Polizei einen Weg... Wenn wir nicht tun, was dieser Kerl sagt, sondern gleich zur Polizei gehen, wird er unsere Informationen an den höchsten Bieter verscherben und mein Dad und ich sind echt am Arsch. Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, wie schwer es ist, sich von einem solch schweren Identitätsdiebstahl zu erholen? Was soll das heißen? Hi, Lena, von einer anderen Nummer, oder wie? Doch, also jetzt sind wir da. Aber ist er ja. Du bist jetzt befreit von der Demo. Ich muss noch mal mit Sean Tyler über den CS30-Server reden. Du, ich hab hier noch ein Handy.
Ich bin Shalias. Klar. Das heißt? 200 Jahre alt, klar. Genau. Und his man, Scott Knowles, sued us in one of them as down set on the trip us. Nothing I can. Okay, so that's made out of me. So what is it? You can put the in the end, you know, yeah. Yep. And that's like, my end, this would be a great one. Okay. Är du helt säker på det här? Okej, okay, i din nuvarande situation och... Ja, vi har aldrig diskuterat det här nu. Stellt sich der Böse gut dar, als Böse. Schöne Rolle. Schöne Rolle. Ja. Arschlöcker, das ist eine schöne Rolle. Nein, aber wenn du eine Rolle aufbaust, dann versuchst du ja, die Eigenschaften einzubauen. Böse Rollen sind leichter wie gute Rollen, den Helden zu spielen, ist viel schwerer, den aufzubauen als Rolle. Ah, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen, Teil 9 der Videoreihe Bullismus. Erneut der Eingangshinweis, bitte jetzt nicht in der Mitte anfangen, sondern von vorne anfangen, sonst
versteht sich die Hälfte nicht. Guck mal, der hat 1578 Leute. Da abonnieren. Darum unter dem Video gerne mal den Link anklicken. Ja, das wird nicht mehr als 100. Du suchst dich maximal. Müsst euch ein bisschen Zeit nehmen und vielleicht auch erstmal sitzen drüber nachdenken. So, jetzt ein Kapitel, was hoffentlich so ein bisschen den Druck auf der ganzen Kiste nimmt, den ich gerade bei Facebook-Kommentaren gemerkt habe, der sich da automatisch aufbaut. Denn man Theoriemodelle vorstellt, die alte Theoriemodelle ad absurdum führen oder ihren Sinn zu rauben. Und zwar reden wir von dem Phänomen der Inklusion, also dass man etwas einschließt, etwas mitnimmt und etwas verändert. Denn das vorherrschende Weltbild, wie gesagt, also man kann nichts verändern, indem man es zerstört, sondern man verändert Dinge, indem man Alternativsysteme entwickelt, die das einfach ablösen. Und man kann auch eigentlich gar nicht zerstören, sondern entweder das verändert sich von selber, weil die Energie gerade passt, oder da kannst du mit Waffengewalt noch so viel draufhauen, du wirst es nicht aus den Köpfen der Menschen bekommen, wenn es einfach nicht so weit ist. Immerhin, überall in der Welt. Also, wir haben jetzt die Situation, dass wir da zwei scheinbar konkurrierende Logikmodelle haben. Die konkurrieren aber nur aus der Sicht des alten Logikmodells. Aus einer dualistischen Betrachtungsweise kann das nicht nur konkurrieren, weil es kann ja nur das eine Weltbild oder das andere geben. Aus einer holistischen Betrachtungsweise sind in dem holistischen Weltbildprinzip alle Anteile aller Weltbilder enthalten. Und auch gleichzeitig richtig oder falsch. Da komme ich dann aber im nächsten Kapitel zu, was mit der Realität, fakalen Realität zu tun hat. Aber der Dualismus, der sieht sich halt bedroht. Das ist vom Prinzip so wie dieses Phänomen, das wir haben, wenn wir irgendwann mal unser Ego wirklich erkennen und versuchen, so ein bisschen zu erziehen, zu zügeln dann, oder ihm die Energie zu nehmen, dann hat unser Ego auf einmal Todesangst, weil es Angst hat, zu sterben, weil es nicht weiß, dass es ein Teil von uns ist und gar nicht sterben kann, sondern sich in etwas anderes verwandelt. Und falls du es nicht weißt, aktiviert es dann den Schmerzkörper, wie Eckhart Tolle das nennt, und macht richtig Rabatt. Vom Prinzip ist das mit den Weltbildern nichts anderes. Wir haben da quasi so ein globales Ego-Bild von uns aufgebaut. Ne? Die Vorstellung, dass die Welt so und so ist und nur so und so sein kann, weil alles, was ich in der Welt als richtig oder falsch empfinde, beruht ja darauf, wie ich sie sehe. Ne? Das befindet sich innerhalb dieses Konstrukts, das wir der Welt übergestülpt haben und gesagt haben, so ist das jetzt. Wir merken aber, man kann einem sich ständig verändernden Ding kein Konstrukt überstülpen, das geht nicht, das wird nicht früher oder später, wie wir das jetzt sehen, sondern man muss irgendwas drumherum leben, das so beweglich und flexibel ist, wie das umwebte Ding selber. Sprich, wir brauchen ein Weltbild, das sehr viel zulässt und fast nichts ausschließt. Was nicht heißt, nicht mehr zu bewerten, sondern als die Möglichkeit, das Ganze in Betracht zu ziehen. Und nicht, wie man es heutzutage macht, bei Dingen, die man offensichtlich sieht oder merkt oder spürt, zu sagen, das gibt es nicht, weil das kann ich nicht messen. So, ich fange jetzt einfach mal mit dem Kapitel an. Bevor ich hier vorgreife und dann werde ich sie immer, wenn ich meine, das ist nötig, eine erläuternde Frage. Schauen wir mal. So. Beim Hören oder Schauen dieser Videos könnte sich der Eindruck entwickeln, dass es hier darum geht, den Dualismus abzuschaffen. Doch das wäre eine dualistische Denkweise. Hier geht es darum, ein holistisches Denken zu vermitteln, das durch dualistische Augen gesehen leider auch nur dualistisch. Das geht gar nicht.
Bundesverfassung von Gericht. Kunst und Recht. Banane-Frage. Was hat Sie da motiviert? Können Sie das uns einfach mal erzählen? Ja, also erstmal wollte ich noch zwei, drei andere Sachen kurz sagen, dann kann ich darauf eingehen. Also für mich oder für die Zukunft ist Kunst eine Herrschaftsform. Also das ist sozusagen die zukünftige Herrschaftsform. Es ist ein Regierungssystem. Also das geht noch viel weiter hinaus als das, was jemals gedacht wurde. Also für mich ist Kunst der Herrscher, also der Chef oder das, wie das Staatssystem der Zukunft sich organisieren wird oder nicht organisieren wird. Und mich nennt man meistens Künstler, aber es gibt auch Leute, die sagen, ich bin Scharlatan. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich bin gar kein Künstler. Und als ich dann vor Gericht stand, musste ich eben, obwohl man das ja nicht tut, Kunst kann man nicht rechtfertigen, musste ich sozusagen beweisen, dass ich Künstler bin. Das habe ich jetzt nicht direkt gemacht, sondern es ist einfach passiert und die Richterin hat erkannt, der Typ lebt in einer anderen Welt, der lebt in einer anderen Zeit, nämlich in der Zukunft, den können wir nicht verurteilen. Der ist weder links noch rechts. Der ist nicht atheistisch, der ist nicht religiös, der ist gar nichts. Der hat sich nie organisiert, der gehört keiner Partei an, der ist völlig weg, frei, der lebt in Zukunftssphären und befasst sich mit der Zukunft. Und ich habe früher auch mich oft als Staatstheoretiker bezeichnet und ich interessiere mich für den Staat der Zukunft. Ich interessiere mich auch für den Staat der Zukunft. Wie sein letztes Thema aussieht, wie die Schulung dort aussieht, die Schulung aussieht. Also der Staat der Zukunft interessiert mich. Der Künstler hat immer eine Sekunde vor der Zeit zu agieren, sonst ist es keine Kunst. Sonst ist es nur Kulturbestätigung, sonst ist es nur das Gestern und das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, die Zukunft kommen zu lassen und sie willkommen zu heißen, was auch immer sie ist. Und ich gehe davon aus, dass die Zukunft etwas ist, was wir noch nicht einschätzen können. Und wir müssen einfach offen sein und liebevoll und sagen, bitte, 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 Zukunft, komm. Aber ich sichere eben nichts ab nach hinten, ich reiße alle Brücken ein nach hinten. Ich bin kein Kulturbestätiger und ich bin kein Kulturbetroffener. Kunst ist keine Betroffenheitskultur. Und Kunst hat nichts damit zu tun, dass ich irgendeine Zeit der Vergangenheit rechtfertige oder sie anerkenne,
Ich habe als Künstler sogar die Gegenwart nicht anzuerkennen. Ich muss über sie hinaus wachsen, um zu irgendwelchen neuen Ergebnissen zu kommen. Alle schwarzen Anzügen und Glatze. Viele Künstler, Leonardo da Vinci, Picasso, Platon, die waren ihrer Zeit so weit voraus. Und die wurden natürlich auch zu den Zeiten als Scharlatane empfunden. Aber so ist es nun mal. Und da muss ich durch. Und ich musste auch durch diesen Prozess, den ich nicht erwartet habe, weil ich diese Geste schon seit Jahren mache, weltweit, überall, exzessiv, in Amerika, Frankreich, Belgien, England, skandinavische Länder, Deutschland en masse, und irgendwann wurde ich angezeigt. Aber ich bin mit wehenden Fahnen freigesprochen worden. Und das fand ich super. Das war auch gut für meine Mutter, das zu erleben, dass ich das, das war natürlich nicht einfach, aber... Aber trotzdem haben Sie sich ja was dabei gedacht, dass Sie das gemacht haben, dass Ihnen das wichtig ist. In der Kunst muss man immer an den Grenzen kratzen und sie überspringen, man muss über das Ziel hinausschießen, man muss den Boden anspannen und über alles hinweg zielen auch. Also das Ziel kann nicht die Gegenwart sein und auch nicht die Vergangenheit, das Ziel ist die Zukunft. Und die Zukunft hat mich anzusaugen. Und dann muss ich machen, Sachen machen, die sich einfach an mir abspielen. Und der Hitlergruß, der jetzt Mesegruß oder Hitler-Mesegruß oder Mese-Hitlergruß geworden ist, der hat sich an mir abgespielt. Ich habe ihn einfach benutzt als Distanzschaffungsmaßnahme, weil ich mich distanzieren wollte von der Realität und ich wollte diese Geste auch entideologisieren. Ich wollte sie überbeanspruchen, um sie in die Freiheit zu entlassen. So merkwürdig das auch klingen mag. Ich bin kein Kabarettist und ich bin kein Verspotter von etwas, sondern ich will das benutzen und umformen. Das ist eigentlich das, worum es gegangen ist. Und die Richterin hat vielleicht nicht unbedingt das verstanden, aber sie hat verstanden, der Typ, der ist nicht von dieser Welt, der kommt aus der Zukunft. Den können wir hier gar nicht verurteilen. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich juristische Begründe gehört, da kommt ein Angeklagter aus der Zukunft, den kann man nicht beurteilen. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen erfasst. Ist natürlich so eine Sache. Also ist denn jetzt eigentlich der Hintergrund dafür? Ich habe mir diese Frage gar nicht gestellt, sondern ich habe es gemacht. Und ich habe gemerkt, es gehört in die Kunst und nicht in die Realität, zumindest nicht unter der Bedeutung der Ideologie. Das ist ja nur eine Geste. Die Frage ist ja viel größer. Ist ein Gegenstand böse? Kann ein Buch böse sein? Kann eine Geste böse sein? Wie gehen wir damit in Zukunft um? Was bedeutet das? Ja, ist ein Messer böse oder nicht? Ich kann ein Brot damit schmieren, ich kann jemanden damit umbringen. Und wir müssen ja auch an uns arbeiten. Wir müssen die Dinge überprüfen. Ständig, aber wir müssen auch die Gesetze von heute überprüfen. Sind die noch zeitgemäß? Funktionieren sie? Haben wir noch eine Möglichkeit, mit den Gesetzen von heute die Zukunft anzusaugen? Oder verschließen wir uns der Zukunft? Viele Menschen verschließen sich der Zukunft. Und das ist ein Verbrechen. Das geht nämlich nicht. Gerade in so grenzlichen Zeiten wie heute. Wir müssen die Zukunft willkommen heißen. Das heißt, ständige Überprüfung. Da bitte ich darum, dass Experten die Gesetze von heute komplett neu überprüfen. Ich kenne mich nicht so richtig aus, aber ich weiß von vielen Gesetzen, dass sie unnötig sind, nicht mehr zeitgemäß sind, nicht mehr stimmen und auch uns aufhalten. Wir müssen Dinge neu formulieren, präziser werden, härter werden, radikaler werden und dann werden wir eine Zukunft haben. Da können wir später drauf eingehen. Ich habe da auch bestimmte Zweifel. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, also bestimmte Begriffe können möglicherweise in einer Zukunft keine Rolle mehr spielen. Also in den Vorstellungen, die ich habe, wird es wahrscheinlich eine Zukunft ohne Religion geben, bald. Es wird möglicherweise eine Zukunft geben ohne politische Parteien. Das muss nicht schlecht sein. Stöckelschuhe. Vielleicht gibt es eine Auslegung von allem. Ja, aber wenn es keine Religion mehr gibt, brauchen wir sie auch nicht mehr zu schützen. Also das sind Fragen der Fragestellung Religionsfreiheit oder Religionsbefreiheit. Es gibt viele
Tempel hat Verantwortung vor Gott in sich. In einer religionsbefreiten Zeit, wenn man sie sich denn überhaupt erlaubt, auch in der Denkweise, spielt so eine Präambel keine Rolle mehr. Also man muss es sich überlegen. Es sind ja nur Ausblicke auf etwas. Nicht? Vielleicht spielt jetzt schon, da merken Menschen, dass Links- oder Rechtspolitik schon gar keine Rolle mehr spielt. Vielleicht sind wir am Beginn eines Zeitalters, dass das alles ad absurdum führt. Und da denke ich drüber nach. Ich denke über eine Zeit nach, wo es keine Grenzen gibt, wo es keine Esoterik mehr gibt, wo es auch keine Spiritualität mehr gibt. Vielleicht gibt es nur noch Evolutionsgehorsam. Wie könnte man das rechtshaft sozusagen bestimmen und formulieren? Das ist für mich hochbrisant und hochspannend. Oder wie sieht der Bezugspunkt des Rechts der Zukunft aus? Ja, wir haben momentan noch Bezugspunkte weltweit, Religiosität, politische Parteien, Politik. Vielleicht ist aber der Bezugspunkt des Rechtssystems der Zukunft Kunst. Ja? Was würde dann passieren, wenn Kunst sozusagen der Ansprechpartner ist oder das, mit dem wir uns dann sozusagen in die Zukunft wagen, um ein neues Gesetzbuch zu schreiben? Nun sind ja gerade hier im Bundesverfassungsgericht die Leute dabei, die Juristen, das ist ja neben dem Sitzen, ey. Macht dem ja keinen Spaß. Kann man das definieren, oder ist dieser Kunstbegriff, der so wieder Auslegung zugrunde liegt, ist ganz frei. Wenn man daran geht, kann man viel erreichen durch Ausschlussverfahren. Also die Kunst ist mit Sicherheit nicht der Mensch. Also und der Mensch hat auch relativ wenig mit Kunst zu tun, viel weniger als man denkt. Die Kunst ist wahrscheinlich ein Raum. Es ist wahrscheinlich der ideologielose Raum. Das ist möglicherweise Kunst. Alles, was ideologielos ist, ist Kunst. Also schlafen, essen, trinken. Solange man es nicht einer Ideologie unterstellt. Ja, ich versuche jeden Tag aufs Neue ideologielos zu leben und zu agieren. Und in meinem Atelier zum Beispiel herrscht eine Art rechtsfreier Raum. In diesem Atelier wird jeder Politiker im Atelier und sie wurden sofort zu Kindern. Sie wurden sofort zu Menschen, die keiner Partei mehr angehören. Weil diese Parteizugehörigkeit überhaupt keine Rolle mehr spielt. Oder auch religiöse Menschen wurden sofort entkritisiert. Ist das keine Gerechtigkeit in dem Sinne? Total. Man hat sich zu benehmen. Aber das ist doch ein Gerücht, das ist kein Gerücht. Gerechtigkeit ja, aber wovon hängt sie ab? Von Politik, von Religion, von Diskussion, Spiritualität oder von Ideologielosigkeit? Das muss man ja entscheiden. Und was ist der Bezugspunkt? Wie gesagt, was ist der Fixstern? Das Tolle an der Kunst ist ja, wenn wir das alte Rom, das alte Griechenland, die alten Ägypter uns betrachten, was ist übrig geblieben von denen? Nur Kunst. Nicht das Rechtssystem, nicht die Politik und nicht die Religion. Und das kann man hochrechnen oder kennen und anerkennen, dass auch von dieser Zeit nur die Kunst übrig bleiben wird. Und warum bleibt nur die Kunst übrig? Sie muss ja stärker sein als das andere. Sonst würde sie ja nicht übrig bleiben. Sie verdrängt das andere, weil sie etwas hat, was alles andere nicht hat. Also ist sie staatsfähig. Die ist natürlich, wenn man jetzt an den Elias denkt, der Kunstsache kaputt macht, schon auch verletzlich. Absolut, deshalb müssen wir viel stärker die Kunst in den Vordergrund stellen. Und die Kunst ist das Einzige, was das alles besiegen wird. Sie werden es sehen, es dauert, aber es ist das Einzige. Es ist nicht Recht, also nicht das Recht, was gebündelt ist an Politik oder Religiosität, sondern es ist das Recht der Kunst, der Zukunft. Es ist das Recht, eine Zukunft zu haben. Weil diese ganzen Figuren, über die wir jetzt reden, die so böse sind, die wollen ja in anderen Zeiten leben. Und sie verweigern die Zukunft. Und das ist für sie nicht zu überleben. Aber das dauert. Und die Kunst kann man dort einsetzen. In jeglicher Form. Aber das muss man erstmal liebevoll machen.
Ich muss nochmal eine Nachfrage stellen zu dem Thema Gerechtigkeit. Da können wir noch sagen, was ist denn mit dem Schutz der Schwachen? Ist es automatisch so, dass mit der Kunst die Schwachen geschützt werden? Absolut. Jeder Mensch wird gleichwertig geschützt, der sich nicht der Zukunft in den Weg stellt. Die Kunst schützt nicht Menschen, die der Vergangenheit angehören wollen. Also diese Menschen werden nicht geschützt durch die Kunst. Das geht nicht. Sie werden aussortiert. Das ist immer so. Wer die Zukunft nicht will oder wer nur noch in der Gegenwart leben möchte, der hat für die Kunst keinerlei Bedeutung. Tut mir leid. Aber das hat nichts mit Schwäche oder Stärke zu tun, sondern mit Liebe. Wenn ich die Zukunft liebe, muss ich bereit sein, mich zu verändern und mich der Entwicklung der Zukunft unterzuordnen. Und nicht indem ich niederknie, sondern indem ich straff stehe und die Zukunft willkommen heiße. Aber es gibt doch ein Problem, wenn Sie sagen, die Kunst und die Zukunft, die Frage der Macht, denn was das ist, ist das nicht ein Ausdruck von Macht? Das ist das nicht ein Problem? Es gibt Mächte, die sind sehr gut, wie die Sonne. Die Sonne ist eine Macht, die ist weder links noch rechts, die ist weder atheistisch noch ist sie religiös. Aber ich habe mich ihr unterzuordnen und ich darf nicht zu nah anfliegen, ich darf nicht zu weit wegkommen, ich darf nicht auf Icarus machen, also auf ich versaut, so nenne ich das, sondern ich muss mich benehmen. Die Sonne gibt mir einen Spielraum, genauso wie der Schlaf. Und das sind ja auch alles Dinge, die ich wählen kann, komischerweise. Liebe kann ich nicht wählen, Schlaf kann ich nicht wählen, Geburt kann ich nicht wählen. Wir sind auch wahlfanatisch geworden. Wir denken, durch Wahl würde etwas erreicht. Ich würde mich eher der Nichtwählbarkeit unterordnen. Also ich ordne mich immer dem unter, was ich nicht wählen kann. Also zum Beispiel der Tatsache, dass ich eben heute Abend wieder ins Bett muss, weil ich schlafen muss. Ja, das kann ich nicht wählen. Das überkommt mich. Das nimmt mich mit auf eine Reise in die Zukunft. Und die kann man verhindern, indem man gegen die Evolution ist. Also ich mag Menschen nicht besonders, die gegen Evolution sind, weil sie das Urrecht der Entwicklung zur Zukunft verneigen. Nun hören wir ja hier quasi eine Utopie, die Natur der Kunst. Das ist ja auch so ein bisschen so der Hintergrund als sozusagen Modell, wie man sich das irgendwie vorstellen kann. Wir als Juristen sprechen irgendwie auch meistens eine andere Sprache und daher über andere Dinge. Wir wollen die Dinge eingrenzen, wollen wissen, was das ist. Wie nähern wir uns denn in der Kunst eigentlich als Juristen? Erstmal ist es wichtig zu begreifen, dass Kunst nicht das ist, was die meisten angeblichen Künstler heute produzieren. Ja, weil das ist ja meistens Nabelbeschau. Die meisten Künstler wollen sich ein Netz schaffen, investieren in die Vergangenheit. Also sie sind Besitzstandswahrer und haben Angst, ihre Karriere zu riskieren, aber als Künstler hast du jeden Tag aufs Neue alles zu riskieren. Ja, sie begreifen auch nicht, was deine Machtkunst ist. Sie wollen sozusagen sich unterordnen oder die sich vor einen Karren spannen lassen. Viele Künstlerkollegen von mir lassen sich vor den Karren irgendeine Ideologie spannen, auch vor der Ideologie Demokratie. Das darf man als Künstler nicht. Als Künstler hat man sich vor gar keinen Karren zu spannen. Weder linkspolitisch noch rechtspolitisch noch religiös, noch antireligiös. Man hat sich überhaupt nicht zu organisieren. Man hat nichts mitzumachen, nichts einzunehmen. Jeder soll zu sein, diese Kunst zu verwalten, aber ansonsten nicht auszunehmen. Es gibt auch viele Dinge, die in der Kunst herrschen, absolute Demonstrationsfreiheit. Straße sieht, der demonstriert für oder gegen eine Sache, dient gerade dort nicht.
Also, ich glaube, dass Ideologiefreiheit und Interessenfreiheit können wir auch sozusagen nachvollziehen, dass unser Kunst davon frei sein soll, was es Kunst inhaltlich machen soll, auch denken, in die Zukunft zu gehen. Das habe ich jetzt auch noch nicht so 100% verstanden. Sie kann und soll und muss unser Leben diktieren. Und das wird sie auch. Wenn eben bestimmte Parameter gesetzt sind und Vorzeichen sich ändern, wenn wir eben nicht mehr uns ideologisch repräsentieren lassen, ja, das ist nämlich verboten in der Kunst, dann wird sich etwas verändern. Dann wird keine Anarchie auftreten, weil das ist auch verboten in der Kunst. Ja? Kunst ist ja die totale Ordnung. Ja? Wir verstehen sie nur nicht, aber es ist eine totale Ordnung. Es gibt nichts Unordentliches in der Kunst. Das wäre nicht vorhanden. Der Dschungel ist nicht unordentlich, nur für unsere Wahrnehmung. Der Kosmos ist geordnet, der ist nicht chaotisch. Nur wir verstehen ihn nicht. Also, wir kommen immer mit unseren Maßstäben. Also der Mensch ist nicht das Maß der Kunst und auch nicht das Maß des Rechts, sondern das Recht ist sein und ihr eigenes Maß. Wir haben ja hier schon fast gehört, im Rechtsstaat bestimmt das Recht in Wirklichkeit, nicht die Wirklichkeit als Recht an der Entscheidung zu verständigen. Das ist denn über Kunst oder Wirklichkeit, also soll die Kunst die Wirklichkeit bestimmen oder bestimmt die Wirklichkeit? Nein, die Kunst bestimmt die Zukunft. Also die Kunst entrealisiert Dinge. Deshalb gibt es Bücher, deshalb gibt es Theaterstücke, deshalb gibt es Opern, deshalb gibt es Richard Wagner. Und warum muss aber die Bühne so klein bleiben, wie sie ist in Bayreuth? Sie könnte sich ja ausdehnen. Stellen Sie sich mal vor, die Bühne in Bayreuth wäre so groß wie Deutschland oder so groß wie Europa. Das wäre dann ein völlig anderer Raum, der sich bildet. Und das wäre ein Raum der Kunst. Wobei gerade in Bayreuth wenig Kunst gezeigt wird. Leider, weil sich die Bayreuther Verantwortlichen dafür entschieden haben, sich politisch. Ui. Du rettest mir Deutschland. Ja. Da ich im Ernst und viele meiner Mitschreiber fragen, was wir überhaupt noch ist Deutschland noch zu retten? Am Freundlichen Tag, Grellfühler, Alkohol.